Da sehe ich noch ein Goblin-Lager. Hoffentlich nicht wieder ein böses Ei. Aber jede Menge Schamanen. Einer weniger. Versuch's doch. Oh oh. Es ist immer schlecht, wenn sie Berthold erwischen. Wieder was erledigt. Hübsch. Da hinten ist wieder so ein Wegpunktschrein. Und schon wieder ein Keller. Jungfernblüte. Bei dieser Pflanze kommt einem das Sprichwort, wer den Honig liebt, darf den Stachel nicht scheuen in den Sinn. Lasst Vorsicht walten, denn diese vermeintlich liebliche Pflanze sticht. Hübsch. Hm. Okay. 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 Ein Hebel. Mal wieder. Und mal wieder habe ich nicht die geringste Ahnung, was jetzt passiert ist. Ach. Berthold, zwischenspeichern und ab in den Keller. Verdammt, kein Mana mehr. Was? Wie? Warum? Hä? Wo ist die Kiste hergekommen? Formel für geringe Magieschadenserhöhung. Ein Moment, Freunde, ein Moment. Das Telefon klingelt mal wieder. So, entschuldigt bitte diese kleine Unterbrechung, aber das Telefonat war schon wichtig, auch wenn der Inhalt nur Käse war. Wir sind in dieser komischen Höhle, in der man keine Krüge oder Trommeln zerschlagen kann, sondern sie nur durch die Gegend kickt. Und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Goblins, natürlich. Verdammt, kein Mana mehr. Nicht heilen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Das ist ja nett, was man hier alles so finden kann. Oh oh. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Für einen Fassdrachen
tragen wir wirklich wenig Schaden. Das sieht mal wieder aus wie eine Druckplatte, aber Druckplatten am Boden vertraue ich nicht. Ja. Ist wohl auch besser so. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Noch eine Druckplatte am Boden. Berthold, geh mal darüber. Berthold. Ob uns das Ding nochmal Schaden zufügt? Nein. Einmal reicht auch. Oh, 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 oh. Diese Sprünge sind wirklich neu. Das ist jetzt mit den Fähigkeiten des Drachen gekommen. Sieht aber deutlich besser aus als alles, was wir vorher gekonnt haben. Aua! Nam. Okay, links oder rechts? Rechts leuchtet es komisch und da marschiert ein Goblin. Links. Links leuchtet es auch komisch, aber hier ist das Ende aller Wege. Kann man hier irgendwas machen? Ist hier vielleicht irgendwo ein versteckter Schalter oder eine Truhe oder irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Gut. Los, meine Untertanen! Wieder. Und bitte nicht schon wieder eine verschlossene Tür. Nein! Oha, diesmal ist sie offen. Vertrauenserweckende Spinnweben. In Luxusgröße. Und wieder eine Druckplatte. Ungewöhnlich. Sehr starker, leichter Wächterhelm. Hübsch. Ich glaube, die plus 3 Lebenspunkte sind besser.
Oh. Leichte Nachtjäger-Armschienen der Katze. Fernkampfrüstungswert plus 1, Magierüstungswert plus 1. Plus 1 zu erhöhte Reflexe. Und eine schwarze Hose. Hübsch. Ja, durchaus. Ich bin zu neugierig. Vielleicht passiert hier irgendwas Gutes. Was zur Hölle? Boah! Ja, vielleicht passiert ja irgendwas Gutes. Mhm. Ach du Scheiße. Ah. Verzeihung für diesen Ausdruck, aber diesmal habe ich echt Muffe bekommen. Okay. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Großartig. Ja, fast großartig. Und wofür brauchen wir jetzt noch Goblinherzen? Richard ist tot. Wir können Weisheit erhöhen und genau das ist auch logisch. Alles klar. Der sieht wieder so richtig ungemütlich aus. Ungünstiger Zeitpunkt, Berthold. Ungünstiger Zeitpunkt. Hat sich das jetzt gelohnt? Nahkampfrüstwert 1. Ja, ich glaube schon. Hübsch. Die möchte ich nicht ausrüsten, weil wir dadurch Intelligenz verlieren würden. Und ich mag doch intelligent sein. Wenn schon nicht mutig, dann wenigstens intelligent. Ein bisschen.